Das Publikum bekommt beim Stand der Ahmadiyya einen Einblick in die zweitgrösste Weltreligion, so wie sie die Ahmadiyya auslegt. Ich sage immer, Kritik ist schnell angebracht. Oder? Man kann sie kritisieren. Oder? Aber weil man es nicht versteht, auch mir geht es so, ich verstehe es nicht. Und ich hoffe jetzt mit heute hier, dass ich vielleicht ein bisschen grösseres Verständnis habe. Ich bin gerade gestern heimgekommen. Ich war in Muscat, in Oman, habe die grösste Moschee der Welt gesehen. Und ich habe das gelesen gestern am Abend, als ich heimgekommen bin. Habe ich doch, das interessiert mich, weil ich ja schon dort war. Jetzt. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft geht aus einer Reform vom Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Gründer ist der Inder Mirza Ghulam Ahmad. Er wird von der Ahmadiyya-Gemeinschaft als Prophet und Messias verehrt. Das Motto der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde ist Liebe für alle, Hass für keinen. Mit ihrer Islamausstellung möchte die Ahmadiyya-Gemeinschaft den Islam in seiner Gesamtheit in den Blick nehmen. Häufig gehen sie in den öffentlichen Debatten nur um einzelne Aspekte wie Fundamentalismus und Extremismus. Wir hoffen, dass dadurch der interreligiöse Friede sicherlich gefördert wird. Für heikle Begriffe wie Dschihad will die Ahmadiyya-Gemeinschaft ihr Verständnis der Besucherinnen und Besucher näher bringen. Für sie ist Dschihad in erster Linie ein spiritueller Kampf gegen das, was einem selber zum Bösen verführt. Der Egoismus, die eigenen Laster und Fehler. Auch die Gemeindepräsidentin von Lengnau war an diesem Anlass dabei. Aufklärung ist immer gut. Informationen können reinzuziehen, sich selber können Gedanken machen aufgrund von vielleicht neuen Informationen ist immer so wichtig, denke ich. Die friedliche, tolerante und moderne Auslegung des Islam von Ahmadiyya steht bei der Ausstellung im Zentrum. Es sei der wahre Islam, sagt der Präsident der Schweizer Ahmadiyya. Ich glaube, es ist ein Unbehagen da von solchen, die sich Muslim nennen, aber nicht noch im Islam leben. Und ich glaube, das müssen wir ja eben genau berichtigen und beseitigen, solche Ängste, um wirklich zu zeigen, nein, der Islam ist nicht wie die Extremisten das Leben, sondern der Islam ist etwas anderes. Neben einem besseren Verständnis über die Weltreligion durften Besucherinnen und Besucher ihren Namen in arabischer Schönschrift schreiben und heimnehmen.